Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Sartre Dubio und einer zweiten Folge von Let's Play Together Minecraft. Nach knapp einem Jahr dürfte es jetzt eine neue Folge sein. Nine of Seven, wo auch immer er gerade ist, hat es weitergebaut oder baut gerade jetzt genau noch weiter. Wir haben jetzt drei Türme inzwischen und die Stoppuhr nicht vergessen. Drei Türme, einmal den ganz großen, wo gerade Glas gebaut wird, weil immer vielleicht treffen wir irgendwo unterwegs. Genau da. Wird gerade schön Glas weit hochgezogen. Dann haben wir hier den zweiten Turm, den kennt ihr schon. Der wurde weitergebaut mit in eine Richtung. Hallo? Okay. Hätte man auch eine Tür reinmachen können, aber nö, ist okay. Eine Sitzecke und noch eine Sitzecke, wo man gar nicht reinkommt, weil die Sitzecke zu ist. Oder? Okay. Das ist für Tische. Ach du Heilige, wer baut denn jetzt noch so Tische? Das ist schon... Ja, als der Mauer noch stand, ich weiß. Okay, machen wir es wieder abwärts hier. Wie gesagt, das kennt ihr alles schon. Feuerfall, yeah. Okay, zwei Türen, das ist neu. Aber nicht schlimm. Hier haben wir den ganz großen Turm und den anderen Turm. Den kennt ihr ja mittlerweile auch schon. Denke ich mal. Ich glaube, der stand schon. Jedoch ohne die... was auch immer. Antenne. Mit einer Fackel. Yay. Bereicherung der Stadt. Die Fackel. Okay, dann einfach mal wieder freier Fall runter, kennt man ja so, einfach auf der Straße irgendwo landen. Mit Straßenlaternen, die an sind und trotzdem noch Fackeln dranhängen. Yay. Das ist... Dann mach nur Fackeln, also einfach nur Wolle hin und die Fackeln dran. Ja, es sieht besser aus. Oh mein Gott. Das Hausboot. Nein, ich will keinen Ofen. Das Haus auf Stelzen. Kann ich mit nachher oder was? Ach, ein Einbrecher! Ein Einbrecher, ja? Wirklich? Ein Einbrecher? Ein Einbrecher? Ja? Survival! Mäh. Geht er dann nicht im Kreativmodus? Mäh. Stirb! Bringt auch Einbrecher in Minecraft nichts. Ein kleines verpixeltes Bild in der Ecke, dann ein anderes kleines verpixeltes Bild und der nette und doch anzusehende Balkon mit dem Glashaus im Hintergrund. Guten Tag. Tag. Was kann ich... Was los? Was los mit dir? Was los? Ich möchte sie mein Haus verlassen. Ich möchte... was? Ich möchte sie mein Haus verlassen? Ey. Es kann sein, dass ihr ihn gerade nicht so richtig versteht, wegen dem Mikro. Und er sitzt ja auch etwas weiter weg. War ich auch Sinn der Sache. Hier fehlt ein Erdblock. Nein, 64 einfach nur. So. Jetzt gehen wir weiter und das ist jetzt... Ach du Heilige, hier wohnt ja schon ein... Hallo? Ja, ab in den Keller, das ist glaube ich das Beste, was du machen kannst. Marsch hier unten. Okay, ein Keller für Dorfbewohner. Okay, eins, durchzählen, geht nicht. Eins, zwei, drei, ach du Heilige. Was machen die hier, ist es der Händlerbunker oder was? Ja, guck an die Wand, nein. Das Furchterregnis ist, sie haben alle grüne Augen. Grüne Augen bedeutet nichts Gutes und macht sich jetzt runter da. Genau, da runter, ja, da runter. Guck nicht so. Guck nicht so. Der will ernsthaft einen Blick da mit mir, ich weiß auch nicht warum. Ja, okay, okay, nein, das wird mir zu viel. Ein fahrendes Schaf im Bahnhof. LOL! Oh man. Okay, damit ist es auch schon der Bahnhof. Was für eine Überleitung. Yay. Hier haben wir zwei eingesperrte Service-Mitarbeiter, die sind von der von Verkehrsbetrieben, das muss so. Die haben nichts zu melden, die
Und hier der einfach sinnlose Bereich der Verschwendung des Platzes für die Umwelt. Das. Ich glaube, da wird noch was gebaut. Ich hoffe es zumindest. Dann hier einmal zum Drunterlaufen. Ohne. Ach doch, da ist weiter. Mäh. Darf ich vorstellen, der Mäh. Express. Mäh. Mäh. Geil. Ich glaube, hier ist wirklich alles erlaubt. Okay. Mäh. Oh Mann. Jetzt haben wir das nächste aus, da tropft schon der Gets rein. Ja. Ein Wunder, dass die Dinger noch leuchten. Ein Fernseher mit. Oh mein Gott, wer hat das gebaut? Das sieht irgendwie nach meiner Konstruktion aus. Ja, das ist mein Schrank. Das ist von mir gebaut, glaube ich. Nein, das ist die Tür da. Oh, okay. Interessant. Nicht imposant, aber interessant. Dann haben wir hier das normale. Ach du Heilige, jetzt habe ich wirklich gebaut. Oh Mann, jetzt merkt man gerade, wie lange ich kein Minecraft mehr gespielt habe. Das ist echt krass, ja. Red Hell Cinema. Ich glaube, das kennt ihr schon, oder? Drehen wir mal rein. Hier gibt's Tickets, hier gibt's Snacks und Huhn. Snacks und Huhn. Also, wie passt das? Hä? KFC-Stand. Hier könnte ihre Werbung stehen. Die Treppen runter zu den Toiletten. Ich glaube, das muss ich nicht näher erläutern. Zum Kinosaal. Evil Chicken, also doch. Und doch, ach du, oh. Ist ganz was los hier im Kino, ey. Das ist ja Chicken Inventors oder sowas. Die Leinwand und der Doffo, das ist anscheinend blind. Der guckt genau vor die Leinwand. Der steht genau davor, um den Film näher zu sehen. Er betrachtet das Ganze aus dem näheren Umfeld. Fuck. So viel zum Kino. Gibt nur einen Saal, das muss so bei den Dorfbewohnern. Die haben eh keinen. Hab schon ein Ei gegen die Wand geworfen. Stirb, du Ei! Stirb! Wie habe ich denn davon? Ah ja, Kreativmodus unendlich. Ein Vorgarten ohne Zaun. Yay! Oh, okay, jetzt rennen hier hin rum. Ja, das ist einfach so. Akzeptier es. 4. So. Okay. Ein offenes Haus. Also mit offener Tür. Oh, ein Kamin, der brennt. Krass. Warum sind die einfach? Hab ich gar nicht. Einfach so genial. Ohne Inneneinrichtung, nur der Kamin brennt. Das ist mit Garten. Ich glaube, nachdem ich das gezeigt habe soweit, werde ich hier ein bisschen mehr Inneneinrichtung machen. Dabei könnt ihr gerne ein bisschen zugucken und dann werden wir das hier auch. Ich bin ja gar nicht mehr zurecht. Gehst du raus? Da. Nein, das war. Oh Mann. Hä? Ach da. Jawohl, raus hier. So. Das. Stemmeln wir ab, als wird noch gebaut. Das ist ein Haus, um das wohl zu bemerken. Das hat hier 9 of 7 gebaut. Das hat er schön klein gehalten, also ist nicht übertrieben oder das ist einfach nur. Weiß ich nicht. Das ist kein Schaff, das bin ich. Ein Knopf. Wo kommen wir da hin? Ei, zum Gartenbereich. Ja, der Zaun ist so legendär, man kann einfach daran vorbeilaufen und dann schön auf die Gleise springen. Yay! Yeah. Ein Haus für kleine Kinder. Ein Jump'n'Run. Kann eh nichts passieren, dazu kommt eh zu spät oder streiken noch. So, jetzt ist hier eine Kuh drin mit verschiedenen Boden, das ist einfach im Angebot gewesen und es ist einfach so geil, verschiedene Farbtinte reinzuknallen und ein Lava. Spot, der laviert vor sich hin, so. Was genau das darstellt, weiß ich nicht. Und viel Erde in der Wohnung, das ist sehr human gehalten. Mit einem Tunnel ins. Ich mach die nicht schlecht, das macht die Arbeit selbst. So, jetzt geht's hier lang, das. Gott, ich meine, wenn ja jemand einzieht. Wo soll ich hingehen? Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Und wie komme ich in die zweite Etage? Ist mir auch unklar. Geh mal nochmal zurück. Ist da noch ein Loch im Boden? Ein Loch im Boden ist gut. Und wie oft noch? Du brauchst nicht so viel zu reden. Das hört man eh nicht so wirklich. Das weiß ich jetzt schon. Ist da ein Loch im Boden? Da ist kein Loch im Boden. Das ist ein. Egal, nein, lass mir das. So, jetzt gehe ich in die Wohnung mal rein und hoch in die zweite Etage. Was ist das?
Yay, ein Zimmer mit Ver- Ey, stimmt, das habe ich mal eingerichtet. Das sieht man in der Form hier unten, weil ich immer schön gleichmäßig mache. Oh Mann, das ist echt lange her. Vor allem der Steinboden. Das ist... Ja, die Inneneinrichtung ist wirklich von mir. Das sieht man. Die offene Küche mit einer... Das habe ich gebaut. Inneneinrichtung war ich mal verantwortlich dafür. Vor allem mit den Vasen hier, das war ich. Das... Stellst du nirgends vor Vasen hin? Vor allem würden die dann nicht mehr blühen. Die würden schon längst verblüht sein. So, dann ist hier ein leeres etwas. So. So viel zur ersten Etage, Erdgeschoss, was auch immer. Welche Etage ist es? Schreibt es in die Kommentare. Oh Mann, jetzt sind wir oben im Obergeschoss und da ist einfach mal ein Raumtrenner, der nicht bis hoch ist und da oben drauf eine Fackel ist. Yay! Baustil 2014 mit kleiner Karte, das habe ich wirklich gebaut. Das sieht man jetzt, wenn die Karte auch hier hängt. Mit Stadtübersicht, mit Stadtplan, der ist sehr stadtverbunden und hat gerne Genickschmerzen, weil er gerne da hochguckt. Unglaublich, der Typ. Hast du auch mal darauf hingewiesen, ich war nicht auf dem Balkon. Warum liegt hier Schnee? Das ist total... Da geht Fackel aus dem Haus, verstehst? Und Erde und... Ja, das sieht man alles schön brennen und das kann einfach nicht kalt werden. Das ist... Hier fallen sogar Menschen vom Himmel. Ich meine, was will man mehr? Brennende Häuser, fallende Menschen vom Himmel und einfach mal ein paar Türme vom Haus. Und Schnee auf dem Balkon, aber nur vorne, nicht hinten, nee, andersrum. Egal. Solo. Dann kann man jetzt schön vom Balkon in ein anderes Zimmer reingehen. Ich denke mal, es soll eine Loggia sein. Oh, Loggia, schreibt in die Kommentare, wie es richtig ausgesprochen wird. Mit einem Rund... Oh. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich kann mich nicht zurechtfinden. Ich glaube hier rum. Ja, ich glaube darum war's. Okay, nein, ich glaube, ich bin falsch rumgelaufen. Ich laufe lieber mal andersrum. Vielleicht war es ja doch so lang. Ich weiß es nicht. Da! Ey, hier kann man gut Slenders drin spielen. Hier kann man nur im Kreis laufen und irgendwann steht da jemand da. Okay, dann gehen wir halt wieder raus und gehen jetzt hier rüber. Da, hä? Clear? Am Bauen. Am Bauen, Heute wird nicht ge... Geht er noch hoch? Später sollte also ein Zugang drüber zu erreichen sein, wenn man da zutritt. Gehen wir mal raus. Evil Chicken is back. Du kannst einfach rausgehen. Warte, das geht gerade nicht. Komm raus. Musst du wieder eine Tür reinbauen. Ich muss hier irgendwie rauslassen. Die Tür sollst du wieder reinmachen. Da, komm da Eisen. Oh, ich mach's selber. Was soll das Huhn da nicht machen? So, bitteschön. So, dann gehen wir einfach mal rüber hier zu dem Steg und gucken, was da hingeht. Zum Palsteg. Okay, nein, lass mir das. Hier rüber, das hat... Ey, die Brücke, das hat er gebaut, oder? Die Brücke. Das hier, den Steg hat er gebaut. Okay. Das sollte eigentlich mal Museum werden. Irgendwann wird es zur brennenden Hölle. Ich habe mich dazu umentschieden und einfach mal... Näher treten. Nicht eintreten, aber näher treten. Ich weiß nicht, was ich direkt machen soll. Das hier vorne ist mein Kamin. Soll ich daraus jetzt mehr ein Hotel machen? Irgendwie so ein Red Evil da Hotel oder was zum Red Hell Cinema, Red Hell Hotel passen würde, weiß nicht. Oder ein Restaurant oder was auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Eure Ideen würden auch gerne mal reinfließen mit offener Decke durch Glas und Höhlen. So, jetzt gehen wir einfach mal oben raus. Mehr war ja hier drin nicht und jetzt war hier noch irgendwas zu zeigen. Übers Dach. War offen. So, also das wird hier drin noch gebaut. Wie ist zum Teufel ist der hier reingekommen? Hä? Gibt es irgendwo einen Eingang? Finde den Eingang. Oh, okay. Gehen wir hier rein. Hier schneit's in der Bude. Herrlich. Das ist, glaube ich, eine Skipiste oder so. Boah, sieht irgendwie cool aus. Wobei ich sagen muss, hier kann man so Treppen machen, da sieht das ein bisschen abgerundet aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel jetzt eine Beispiel-Treppe mache, zum Beispiel. Und zum Beispiel jetzt hier das so, zum Beispiel dahin, Beispiele. Kann man das, meh,
Komm schon. So. Mach jetzt die. Ne, die Fackel will ich nicht wegmachen. Wenn man es so macht, sieht das vielleicht etwas besser aus. Also. Da kommt eine Treppe nach oben. Okay, dann treppen wir weiter. Weiter treppen. So, gehen wir wieder hoch. Und. Ja. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Erstmal gebaut jetzt in Ruhe. Das ist ja auch wieder 15 Minuten. Gönne Ruhe ansehen und wow, im Pool. Geil, geile Überleitung. Wow, im Pool. Wenn ihr dann... Oh, hier hinten geht es noch weiter. Das muss ich doch noch schnell zeigen. Dann wird die Folge... Überlänge, Überlänge. Wie oft habe ich schon gesagt? Nee, das passiert mir nicht mehr. Nö, Überlänge. Ich halte dann die 15 Minuten. Ja. Meh. Entweder wird die Folge zu kurz, wegen einem bösen Cut. Oder sie wird zu lang, wegen... Meh. Ihr wisst schon. Seit 2 Jahren die gleiche Scheiße. Ich halbe dann die 15 Minuten. Zu lang. Geh mal rein in das Haus, wo immer offene Türen sind. Das sind alle. Mit offenen Türen werden die alle begrüßt. Aha. Oh Gott. Das wird meine Aufgabe sein zum Einrichten hier. Das hat er 9 of 7 gebaut. Ich glaube, er macht die Hausbauten so mehr. Ich richte mal ein. Okay, außer mein Haus, was am Anfang. Alter. Süße Hausen. Okay, wenn wir jetzt mal so... Alter. ja. Hallo. Gehen wir lieber rüber. Okay. Dann wird hier noch eine schöne Aussicht sein, wo man schön rüber gucken kann in Ruhe. Wo auch nicht von Nachbarn gestört wird. Und... Ja. Hier haben wir auch nochmal 2 schöne Fenster, wo man schön... Mäu. Gucken kann und... Hallo. Ich glaube, das mit dem Einrichten verschieben wir. Treppe nach unten. Zum Einrichten. Oh mein Gott, ich war schon hier unten. Ich wollte eigentlich hoch oben zeigen. Hoch oben? Wisst ihr, hoch oben ist das untere unten. Was? Wie auch immer. Miau. So, das war auch das Haus jetzt. Geh wieder raus und flüchten hier vor dem Wahnsinnigen, der hier bestimmt irgendwo wieder rumschwirrt. Und das habe ich schon gezeigt. Also eigentlich dürfte das alles gewesen sein. Ich gucke noch von oben. So sieht sich da bisschen... Ah, das Glashaus. Ah, das kennen die alle schon. Fliegen wir mal kurz rüber. Über die Stadt hinweg, damit ihr den schönen Einblick nochmal... Ach du Heilig, was ist das? Soll das der Kamin sein? Okay, ja. Und ja, das war mein Redstone-Test, was ich da mache. Oh mein Gott, nein. Okay, lass mir das. Das Hausboot kennt ihr auch schon. Fliegen wir einfach drüber weg, als wäre es ein Haus. Es ist auch ein Haus. Oh mein Gott, es ist ein Haus. Das kennt ihr ja sowieso schon. Das, glaube ich, haben wir auch nicht weitergebaut. Zumindest sieht es sich danach aus. Immer noch Zuckerrohr und die... Alter. Hä? Okay. Ganz ruhig. Der Pfeil kam ungefähr da. Stativ. Herzlich willkommen zu Let's Play Sniper Ghost und wir... wo ist der hin? Oh Gott, wo ist der wirklich? Ist mal. Hä? Da, Alter. Der hat irgendein. Entweder buggt die Kuh oder er war das gerade. LOL! Dubstep Kuh, tot. Alter. Das kann doch von da kommen sein, oder? Von. Meh, Spinnenschaf. Wo ist der Trottel? Pfeil hängt so drin. Egal, was auch immer, dies, das, anderes. Da hinten ist das Hotel. Das kennt ihr ja auch schon. Ich hab's auch noch nicht eingerichtet. Eigentlich sollte es da hinten dann kein Hotel mehr werden, wenn das schon... Glaskuppel.
Ich glaube, damit beende ich mal die Folge und ich werde ihn sowieso nicht mehr finden. Jetzt irgendwo der wird auf. Wo ist denn der nur? Das bringt ihn mal auf seinem Bildschirm zu gucken, weil ich ihn auch bloß nicht sehe. Oh Mann, das ist ein Schaf. Lava. Okay. Ah! Da hinten ist auch noch ein Haus. Das könnte auch natürlich auch noch sein, dass er da irgendwo steht. Aber aus dem Winkel einen Kuh zu töten? Von da? Never. Wo ist der Kackspaß? Sehe ich einfach nicht. Egal, gibt ein Steak. Schlaf und eine Kuh. Jetzt. Geh jetzt ins Haus, mir reicht's. So. Damit beende ich die Folge jetzt für heute. Und wenn ihr Bock drauf habt, kommt irgendwann noch so ein Let's Build sozusagen. Wo wir einfach weiterbauen und... Und eine Kuh stirbt. Alter. Was ein Folgenende. Macht's gut, Leute. Das war schnell Dubio.